könnte sein, dass dieses Video kompletter Müll wird, wegen meinem Ventilator. Aber ich kann ohne Ventilator nicht überleben. Deswegen müsst ihr mit diesem affigen Ton leben. Hallo liebe Weltallkinder, heute geht es um meinen Toaster. Hunde mit Gehbehinderung. Und warum ich von dem Wort Horrortrip nicht viel halte. Ich werde hier von meiner ersten, etwas schwierigeren 1P-LSD-Erfahrung erzählen. Die hat sich letztes Jahr im, ich glaube, Juni ereignet. Zu dem Zeitpunkt war ich in der Klinik und hatte dann am Wochenende Ausgang und habe das dann konsumiert. Also im Nachhinein war das keine gute Idee, weil die Tage davor ein relativ schwieriges Thema bei mir aufgekommen ist in der Klinik durch einen Mitpatienten. Ja, das war halt so ein Opa und der war anscheinend verliebt in mich und er war dann ziemlich penetrant und es war dann halt ziemlich scheiße für mich. Ja, und dadurch war ich die Woche davor halt auch ziemlich gestresst, bevor ich das konsumiert hat und hab und ich finde, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass dann halt so viele schwierige Gefühle hochgekommen sind. Nichtsdestotrotz bin ich aber froh, dass das so gekommen ist. Also, weil das Ganze hat auf jeden Fall auch was Positives gehabt. Und darauf werde ich später auch noch eingehen. Ja, also ich habe mich dann wieder mit meiner LSD-Schwester getroffen. Und wir haben halt dann 200 Mikrogramm 1P-LSD konsumiert. Wir sind dann, wie so oft davor auch, ins Naturschutzgebiet gegangen, sind dann aber nicht dort beim Bolzplatz hin und haben uns dahin gepflanzt, sondern sind dann bis in den Wald reingelaufen und da gab es dann so eine Lichtung und da haben wir uns dann hingesetzt mit unserer Flugschiffidecke. So auf dem Weg habe ich dann auch schon angefangen, ja, erste Optics zu merken. Also wir sind eigentlich instant losgelaufen, nachdem wir das konsumiert hatten. Und ja, so nach einer Dreiviertelstunde, halben Stunde, da waren wir dann halt auch schon im Wald angekommen, aber noch nicht bei der Lichtung. Da habe ich dann so die ersten Effekte gespürt. Und es war dann halt auch so, dass ich das Gefühl hatte, so bunte Lichter irgendwie im Wald zu sehen. Und da war dann so eine Brücke, wo die war so aus Stein gebaut und da fuhr dann immer so diese S-Bahn entlang. Und ich hatte dann das Gefühl, in diesen Stein von der Brücke lauter Muster zu erkennen, nachdem auch diese ganzen Schattierungen und so angeordnet waren. Und ja, dann kam irgendwann auch wieder dieses Gefühl, dass ich durch so eine Art rosa Filter gucken würde und alles hatte so einen leicht rosa Unterton, manchmal auch so leicht lila, als wäre man mit so einer ganz dünnen Aquarellschichtfarbe über die ganze Landschaft gegangen. Ja, wie gesagt, wir haben uns dann bei der Lichtung hingesetzt, wir haben Melone gegessen, wir hatten so, ich glaube, eine Cantaloupe-Melone dabei, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, ich habe dann irgendwann auf dem Gesicht von meiner Freundin diese Musterung von dieser Melone erkennen können. Also, es hat sich irgendwie, es war halt einfach irgendwie auch ein bisschen so auf ihrer Haut im Gesicht. Weil da sind ja bei so einer Cantaloupe-Melone, die ist ja so gelb und dann sind da so wie so weiße Adern drauf. Und genau dasselbe war hier so leicht pastellig auf ihrer Haut. Und hatte dann auch immer wieder das Gefühl, dass manchmal ihr Gesicht auch einen leicht grünlichen Unterton hatte oder einen leicht niedernen Unterton. Es war aber halt nur so ganz leicht, diese Farbe. Also ihr Gesicht war nicht komplett knallig bunt, sondern man hat noch so die Ursprungsfarbe von ihrem Gesicht gesehen. Aber ja, es war eben überlagert mit dieser anderen Farbe. Und dann habe ich
hinter ihr auf diese eine andere Steinwand hingeschaut, die bei dieser Lichtung war. Und die ganze Steinwand war einfach voller Augen. Und im ersten Moment dachte ich dann auch so, what the fuck? weil ich sowas noch nie hatte. Es war das erste Mal, dass ich auf Psychedelika Augen gesehen habe. Es hat mir aber dann nicht wirklich Angst gemacht, weil ich gecheckt habe, dass da im Prinzip durch diese Optik das verbildlicht wurde, was ich die ganze Zeit schon innerlich so gefühlt habe in meinem Alltag. Also dieses Gefühl, beobachtet zu werden durch meine Sozialphobie, wurde dort durch diese Halluzination verbildlicht. Und ja, also ich habe die Augen dann halt zwar gesehen, aber es hat nichts so geändert, wie ich mich so sonst gefühlt habe. Deswegen waren die auch nicht schlimm oder so oder auch nicht bedrohlich. Was ist dann passiert? Genau, ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich in so eine Art Kontrollverlust reinkomme und nicht mehr wirklich steuern kann, was ich selber sag. Also ich könnte nicht mehr richtig filtern, was hier oben geschieht und was dann hier rauskommt. Und das war dann irgendwann auch ziemlich schwierig für mich, da werde ich aber nachher noch drauf eingehen. Dann war es auch so, dass ich zu dem Zeitpunkt ja noch meine Körperschemastörung durch die Essstörung hatte. Das heißt, man nimmt seinen Körper anders wahr, wie er wirklich aussieht. Zum Beispiel viel dicker oder so. Und dann war es irgendwie plötzlich so, dass ich meine Beine angefangen haben, sich leicht zu verformen. Also es hat mich ein bisschen an Alice im Wunderland dran erinnert, wo die ja auch den Trank trinkt und dann kleiner wird. Und sowas ähnliches hatte ich mit meinem einen Bein, also nicht mit dem kompletten Körper, sondern nur mit einem Bein, dass das irgendwie immer dünner wurde und ich dann immer mehr meine eigenen Knochen gesehen habe. Und in der Phase war ich noch im Kopf auf jeden Fall essgestört. Auch wenn ich wieder normal viel gegessen habe und ich dachte dann im ersten Moment so, geil, dass ich so dünn aussehe. Obwohl das natürlich, das was ich da gesehen habe, überhaupt nicht gesund war. Das ist dann aber auch nach ein paar Sekunden dann wieder weggegangen. Und es war dann halt auch so, das habe ich vergessen zu sagen, das Video wird mal wieder chaotisch. auf dem Weg, kurz bevor wir bei der Lichtung angekommen waren, da hatten irgendwelche Idioten Müll in den Wald geworfen. Und da stand dann auch ein Toaster rum und meine Freundin hat ihn so gesehen und gesagt, hey, da ist ein Toaster. Und ich bin dann so instant dahin gerannt und habe mir diesen Toaster geschnappt, weil ich das einfach irgendwie so cool fand. An diesem Kabel habe ich den dann genommen und habe dann angefangen, den so im Kreis so rumzuschleudern an dem Kabel entlang. Also wie so eine Art Lasso oder so. Und habe dann den wie so ein Haustier mitgetragen zur Lichtung und dann neben uns hingestellt. Und es war irgendwie so, in dem Moment, wo ich dieses Kabel angefasst habe. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so diese Verbindung mit allem gespürt habe. Also es hat sich so angefühlt, als wäre der Toaster fast schon wie so eine Verlängerung von meinem Arm. Als würde sich so, ja, mein Körper nicht hier enden, wo meine Hand endet. Und es hat sich so angefühlt, als wäre ich halt auch dieser Toaster. Es war ultra cool. Und ja, genau. Dann kam es eben zustande, dass ich diesen Toaster mitgeschleppt habe. Und genau, was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich habe da dann auch später mal noch sowas gemalt zu dem Trip. Das soll so ein bisschen darstellen, wie ich das Gesicht meiner Freundin gesehen habe. Ich habe sie so ein bisschen wie so eine Naturgottheit auch wahrgenommen. Also richtig so, weiß nicht, als hätte sie so eine Art richtig selbstbewusste Aura in dem Moment gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich habe es so wahrgenommen. Und
an dem Tag hat sie ihre Haare auch ausnahmsweise mal offen getragen. Normalerweise hat sie immer einen Zopf. Und dadurch hat man halt so richtig so ihre Locken gesehen und ihre Haare waren einfach wie so ein weicher Teppich. Das war richtig faszinierend. Und dieses Bild soll das einfach so darstellen, wie sie da eben wie so eine Naturgottheit war. Und hier sind halt so, ja, das soll so diesen Effekt von der Cantaloupe-Melone darstellen, auch so verschiedene Farben in ihrem Gesicht. Und hier hinten habe ich dann so Wackelaugen aufgeklebt, die halt so das darstellen sollen, was ich bei dieser Steinmauer hinter ihr gesehen habe. Und ja, in die Augen habe ich dann auch so einen Strudel reingemalt, weil ich es lustig fand. Und hier habe ich einen toten Käfer reingeklebt, der stellt dann so das LSD-Plättchen auf ihrer Zunge dar. Keine Sorge, der Käfer war schon tot, ich habe den gefunden tatsächlich. Ja, und so ist dieses Bild entstanden. Wo war ich? Genau. Es war dann eben so, dass ich immer mehr in so eine Art Kontrollverlust reinkam. Und ja, immer weniger von mir selber steuern konnte, also auch im Prinzip so eine Art filterlos wurde, weil normalerweise hält man im Alltag ja viele Sachen irgendwie zurück. Weiß nicht, also viele Leute versuchen es zum Beispiel anderen recht zu machen oder versuchen höflich zu sein oder sowas und das war dann irgendwie so komplett weg. Und es war dann auch teilweise ziemlich lustig, weil wir dann so über alles Mögliche so rumgeredet haben. Und es war im Prinzip auch so, als wäre da so eine Art Connection zwischen uns durch das LSD. Das heißt, sie hat irgendeinen Satz angefangen und ich habe gleich gewusst, in welche Richtung das irgendwie geht. Obwohl sie es noch nicht mal richtig ausgesprochen hatte. Also so... Ja, ich weiß nicht. Das war ziemlich cool. Und dann war es so, dass ich auch in den Himmel geschaut habe und der ganze Himmel voller kaleidoskopischer Muster war, die sich so bewegt haben. Die waren auch so leicht rosa. Ja, das Hellblau im Himmel war dann auch irgendwie leicht verändert. Also es war irgendwie dann noch so ein anderes Blau mit reingemischt. Und vielleicht auch so ein ganz leichtes Gelb, aber das war eher so unterschwellig. Und die Bäume haben sich dann auch verformt. Bei neben uns waren dann auch so dunkle Tannenbäume. Und die haben sich dann auch so verformt wie so geometrische Muster. Also als hätten die sich immer wieder so die Spitzen zu so Dreiecken und Vierecken so gebildet und es ist dann immer so irgendwie so hin und her gedingst. Und ja, das ist ziemlich cool. Ja, dann war es eben so, dass meine Freundin sich auf mein Bein draufgelegt hat und das war dann in dem Moment irgendwie schwierig für mich. Und ich habe mich dann einfach nicht getraut, das ihr zu sagen, dass ich das gerade eigentlich nicht will, weil ich dachte, das kommt kacke. Ja, es war halt im Prinzip so, dass ich zu dem Zeitpunkt halt auch ziemlich viele Probleme mit Nähe hatte. Eben halt auch durch das, was kurz vorher in der Therapie passiert war und halt auch wegen Dingen aus meiner Vergangenheit. Ja, ich habe halt aber leider in dem Moment nichts gesagt, was ich aber eigentlich hätte tun sollen. Und dann war es auch so, dass kurz danach so ein Mann kam mit einem Hund, wahrscheinlich ein Gassigänger. Und für mich sah es dann so aus, als würde er irgendwie an seinen Gürtel rumfummeln. Und er stand dann halt so da und ich dachte, scheiße, der will uns jetzt vergewaltigen. Also dieser Gedanke war halt wirklich für mich die Realität, obwohl ich nicht genau wusste, was er da genau macht. Also es kann auch sein, dass ich mir das nur eingebildet habe. Und meine Freundin hat es halt nicht gesehen, dass er da rumgefummelt hat. Aber es kann halt auch sein, dass er sich nur am Sack gekratzt hat. Ich weiß es nicht.
Und dadurch kam halt voll die Panik hoch. Und kurz davor war es irgendwie auch so gewesen, dass ich so in einem Busch gehüpft war, um zu pinkeln. Und ich hatte dann so voll die Probleme, auch Entfernungen abzuschätzen. Wie weit bin ich jetzt von meiner Freundin entfernt? Und ja, es war irgendwie voll strange. Und ich saß dann eben auf meinem stillen Örtchen im Wald. Und ich habe dann immer noch gesehen, dass meine Freundin irgendwie zu mir schaut. Und nicht wegschaut. Und ja, sie meinte aber, sie schaut nicht her. Aber ich habe ihr Gesicht gesehen. Und es war dann auch, ja, ein ziemlich komisches Gefühl. Ich habe ihr das aber geglaubt, dass sie nicht hergeschaut hat, sondern dass es vielleicht irgendwie einfach nur Optics waren. Ja, bei dem Mann hatten wir dann halt auch so die Sorge, wir konnten halt auch nicht mehr richtig abschätzen, wie weit ist der jetzt wirklich von uns entfernt. Ist der wirklich ein Vergewaltiger oder nicht? Ich hatte keine Ahnung. Wie laut reden wir gerade? Kann der uns hören? Wussten wir auch nicht, weil wir halt so unsere eigene Lautstärke nicht mehr einschätzen konnten. Und ich habe dann so das Messer von der Melone in die Hand genommen. Und ja, also keine Ahnung. Damit der halt irgendwie sieht, dass wir uns verteidigen können. Also ich habe es jetzt so, wie soll ich es beschreiben? Ich habe es jetzt nicht so mitten so hochgehoben, so da sehe ich habe eine Waffe, sondern so, als würde ich das so ein bisschen zusammenpacken, aber dass er sieht, dass wir da eben was da haben, ich weiß nicht. Davor war es aber auch immer wieder irgendwie schwierig für mich gewesen, wenn ich selber das Messer in der Hand hatte oder eben meine Freundin. Also das war ein richtig komisches Gefühl, einfach so diesen scharfen Gegenstand da bei sich zu haben. Das hat bei mir auch so voll die innere Unruhe ausgelöst. Und ja, dann ist der Typ auf jeden Fall, der stand da sicher eine Minute lang rum oder so, dann ist der irgendwann dann wieder weitergegangen, weil eben andere Spaziergänger auch noch kamen und der die gehört hat. Und wir haben dann ganz schnell unser Zeug zusammengepackt und gesagt, wir gehen jetzt lieber mal zurück in meine Wohnung, weil wir uns halt absolut nicht mehr sicher gefühlt haben. Ja, ich glaube, ab jetzt wird die Geschichte auch ein bisschen schwieriger für mich, um die zu beschreiben, weil halt Stück für Stück immer mehr schwierige Emotionen hochkommen. Ja, ich wollte dann auf jeden Fall, dass wir dann die Polizei anrufen, weil mein Kopf hat sich so zusammengesponnen, dass es halt eben ein Vergewaltiger ist und der möglicherweise halt immer so hier seine Runde zieht und jedes Mal schaut, dass er dann irgendwie zufällig ein Opfer sieht und ja, dass er, weiß nicht, dann immer so darauf gewartet hat, dass er jetzt, keine Ahnung, zufällig irgendwelche Mädchen sieht, die sich vielleicht irgendwie nicht verteidigen können. Und also für mich war das dann, weiß nicht, so voll der plausible Grund, dann bei der Polizei anzurufen. Und meine Freundin war im ersten Moment halt auch so voll dabei, weil sie dann halt auch voll Angst hatte. Sie hat dann aber irgendwann begriffen, dass das eigentlich alles nur Spekulationen sind. Also, ja, dieses Ganze, dass es überhaupt ein Vergewaltiger sein könnte, hat ja hauptsächlich nur in meinem Kopf stattgefunden. Und wir hatten halt absolut keine Beweise. Also das, was wir da alles, oder was ich da hauptsächlich alles so gesagt habe, waren ja nur irgendwelche zusammengereimten Sachen. Ja, wir sind dann weiter Richtung meiner Wohnung gegangen. Es gab da so eine große Straße, die wir auch noch überqueren mussten. Und es war so eine Herausforderung da, die zu überqueren. Wir hatten eigentlich nicht vorgehabt, bei so einer starken Wirkung die Straße überqueren zu müssen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir da erst wieder rüber müssen,
wenn die Wirkung nachlässt und nicht, wenn die gerade beim Höhepunkt ist. Und ja, dann sind wir halt irgendwie mehr oder weniger schreiend über diese Straße gerannt und haben gehofft, dass wir sicher am anderen Ende ankommen. Es war absolut nicht sicher, was wir da gemacht haben. Und dann war es so, dass da plötzlich so eine Art Karawane von Hundebesitzern kam, die lauter Hunde dabei hatten mit Gehbehinderungen. Und das Ganze war einfach so surreal. Also es erschien mir so unwirklich, dass da jetzt ungefähr so 20 Hunde oder so kommen und die alle halt Probleme beim Laufen hatten und dann so keine Ahnung, so Stützräderchen hatten oder so. Und wir haben dann beschlossen, dass wir dann bei denen mitlaufen und die dann lieber durch unsere Anwesenheit irgendwie belästigen bei ihrem, keine Ahnung, Zusammentreffen behinderter Hunde, ich weiß es nicht. Also ich vermute mal, dass das irgendein Treffen war oder irgendein Verein oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir haben uns da halt eben sicherer gefühlt, als wenn wir irgendwie alleine laufen würden. Und deswegen haben wir so beschlossen, dass wir so lieber die belästigen und bei denen mitlaufen, anstatt dass wir jetzt irgendwie alleine laufen und dann irgendwie wieder irgendein Vergewaltiger kommt. Und ja, es ist gut möglich, dass man uns voll angesehen hat, wie drauf wir waren, aber das war halt einfach für uns in dem Moment so die geringste Sorge. Wir wollten einfach irgendwie so einen sicheren Ort haben. Irgendwann kam dann der Gedanke in meinen Kopf auf, als wir eben zurück auf dem Weg zu meiner Wohnung waren, dass meine eine Freundin in mich verliebt sein könnte. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, wodurch das zustande kam. Vielleicht kam es durch diese Verbindung, die ich auch mit ihr gespürt habe, dass ich dadurch irgendwie verwirrt war. Dann wäre noch eine Möglichkeit. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ein Gedanke, der mir damals auch kam, war, weil ich zu dem Zeitpunkt immer wieder noch einen ziemlich niedrigen Selbstwert hatte, dass es irgendwie nicht sein kann, dass die irgendwie mit mir befreundet sein will, weil ich mich halt selber so voll nicht besonders fand. Und dann hat mein Kopf mir irgendwie so gesagt, dass sie das vielleicht nur macht, weil sie in mich verliebt ist. Ja, also irgendwie hatte ich da auf jeden Fall dann voll die Schwierigkeiten, das alles einzuordnen. Und mein Kopf hat da halt so sich alle möglichen Theorien zusammengesponnen. Und ja, irgendwie hatte ich dann immer weiter so das Gefühl, dass sie eben in mich verliebt ist. Und ich mich jetzt im Prinzip so entscheiden muss zwischen meinem Ex und ihr. Das hat mir dann halt auch Angst ausgelöst, weil wir eben auf dem Weg zu meiner Wohnung waren. Und ich eben halt auch dachte, dass wir alleine in meiner Wohnung sind. Und dann habe ich irgendwann nur noch gesagt, dass ich halt meinen Ex sehen will. Ich wusste dann irgendwie auch selber nicht mehr, was mein eigenes Bedürfnis ist in dem Moment. Also es kam dann irgendwie sowas auch hoch, dass ich es irgendwie allen recht machen wollte. Also, keine Ahnung. Und ich wäre dann am liebsten mit beiden irgendwie gleichzeitig zusammen gewesen, nur damit alle glücklich sind. Ja, wir sind dann auf jeden Fall in meiner Wohnung angekommen und sind da reingegangen und plötzlich war mein Ex in meiner Wohnung. Und ja, der hatte halt auch einen Schlüssel. Und scheinbar hatte der sich Sorgen gemacht und war deswegen dann irgendwie in meine Wohnung gegangen. Und so das Erste, was ich dann zu ihm gesagt habe, ist, dass ich so voll Angst habe um meine Freundin. Ich hatte irgendwann während dem Weg auch noch angefangen zu weinen vor lauter Angst. Dass ich eben Angst habe um meine Freundin, dass sie sich umbringt,
weil sie verliebt in mich sein könnte. Also mein Kopf hat sich da völlig irgendwie Horrorszenarien zusammengesponnen. Also dass sie sich irgendwie umbringen würde, wenn ich jetzt irgendwie nicht mit ihr zusammenkommen würde. Und ich habe im ersten Moment auch gar nicht begriffen, dass ich gerade hier diejenige bin, die sowas wie einen Bad Trip oder sowas hat. Auch wenn ich das Wort jetzt nicht mag, aber ja, der Einfachkeit halber. Sondern ich dachte ewig lang, dass meine Freundin diejenige ist, die jetzt Hilfe braucht. Und ja, mein Ex hat dann erstmal angefangen zu rauchen. Und meine Freundin hat dann im Internet geguckt, was man dann tun kann, wenn jemand gerade so eine schwierige Erfahrung hat auf einer Psychedelika. Und ja, im Internet sagte, dass da meistens ja, so ein paar Taschentücher und gute Worte helfen können. Das hat mein Ex aber irgendwie nicht gemacht. Der hat dann angefangen, Bier zu trinken. Das fand ich ziemlich kacke. Und der hat mich dann angefangen, genau, ich habe dann halt irgendeinen Nebensatz, glaube ich, erwähnt gehabt, dass da dieser Typ im Wald war, der ein Vergewaltiger ist. Also ich habe das dann halt, für mich war das eine Tatsache in dem Moment, dass er ein Vergewaltiger ist, aber war das halt nur irgendeine Spekulation. Und mein Ex ist dann irgendwie so stinksauer auf den Typen geworden und hat mich dann immer weiter so ausgefragt, wie der aussah, wie sein Hund aussah. Und das hat bei mir dann so voll die Ängste hochkommen lassen. Und dadurch, dass ich dann permanent an diesen Typen gedacht habe, ja, hat sich dann halt immer mehr diese Panik verstärkt. Also irgendwie hat mein Ex mich da nicht beruhigt, sondern meine Angst viel mehr verschlimmert. Und dann war es irgendwie so, dass ich dann halt zu meinen Rennmäusen gegangen bin. Und ja, mich mit denen irgendwie ablenken wollte. Es war aber, also ich hatte das Gefühl, dass selbst die Rennmäuse gemerkt haben, dass irgendwas mit mir gerade nicht stimmt. Meine eine Maus, das ist die zutraulichere, die heißt Suko, die ist dann irgendwie sofort die ganze Zeit irgendwie hergekommen und hat immer wieder wie wild an meiner Hand geschnüffelt. Und die andere war, die ist allgemein eher schreckhaft vom Charakter. Die hat sich dann irgendwie immer wieder auch in so Ecken versteckt und so. Dabei kommt die schon manchmal raus. Also so arg nicht zutraulich ist sie jetzt nicht. Aber in dem Moment hatte die halt selber voll Angst. Es war irgendwie fast so, als würde Suko Harry irgendwie beschützen oder so. So sah das Ganze eigentlich aus. Ja, und mich hat es dann irgendwie voll traurig gemacht, dass meine eine andere Maus gerade irgendwie voll Angst vor mir hat. Weil ich war halt wirklich nur am Heulen und total aufgebracht und aufgewühlt innerlich. Und in der Wohnung hatte es dann auch angefangen, dass ich überall angefangen habe, Buchstaben zu sehen. Also wirklich so an den Wänden, am Boden, auf den Gesichtern von den Leuten, auf meinen Mäusen, auf dem Fell von ihnen waren auch Buchstaben. Das waren so hauptsächlich so die Buchstaben A und C und Z und Y, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube V oder W war, glaube ich, auch dabei. Ich weiß nicht. Also das hat nicht so direkt Worte oder sowas ergeben. Ja, ich habe dann irgendwie auch Flashbacks bekommen an meinen Vater. Und irgendwie wusste mein Kopf dann selber so gar nicht mehr genau, was ja, passiert war während meiner Vergangenheit. Also ich war mir selber nicht mehr sicher, was ich alles so an Dingen in meinem Leben erlebt habe. Und ich hatte dann so völlig Angst, dass da irgendwie voll noch schlimmere Dinge passiert waren, die dann eh schon passiert waren. Meine Vergangenheit, und ich konnte es aber absolut nicht mehr einschätzen, was davon jetzt real war und was nicht. Und dann habe ich angefangen, ich habe mir so eine alte Zeitung genommen,
die da gerade rumlag und habe dann angefangen, darauf rumzukritzeln, weil ich irgendwie nicht mehr richtig imstande war, mit den anderen zu kommunizieren. Und ich wollte dann irgendwie so aufschreiben, ich versus andere Bedürfnisse, weil das eben so ein innerer Konflikt war, also wie so eine innere Zerrissenheit, was ich eben tun soll. Und weiß nicht, wenn man auf Psychedelika ist oder allgemein drauf, kann es ja passieren, dass man so irgendwelche Rechtschreibfehler macht oder auch Wörter vergisst. Und mir ist es dann auf jeden Fall passiert, dass ich eben nur andere Bedürfnisse hingeschrieben hatte und das Ich und Versus komplett vergessen hatte hinzuschreiben. Und ich habe dann auf diese Zeitung hingestarrt und war dann völlig entsetzt, dass ich selbst beim Schreiben nicht mal auf mich selber so geachtet habe. Also selbst da mein Ich vergessen habe. Ich konnte selber nicht mehr genau sagen, was mir andere Leute durch Worte sagen wollen. Also was da die eigentliche Bedeutung drin ist. Weil ich halt auch irgendwie so unsicher war, ob da noch irgendwie unterschwellig irgendwas angedeutet wird oder nicht. Deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, dass sie mit mir mit Zahlen kommunizieren sollen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Weil das ist alles anderes als einfach. Und es war dann irgendwie auch so, dass ich noch mit einem ehemaligen Kumpel kommuniziert habe. Und der fand das dann mit den Zahlen irgendwie auch ziemlich lustig, als ich das dann zu ihm gesagt hatte. Also irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich so angefühlt, als würde er sich sogar ein bisschen über mich lustig machen, aber das weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so war oder nicht, oder nur mein Kopf. Und ja, irgendwann hat dann halt mein Kopf mir auch eingeredet, dass ich meinem Ex und meiner Freundin nicht trauen kann, weil die jetzt wahrscheinlich heimlich irgendwie einen Krankenwagen oder so anrufen würden und ich dann ja, irgendwie in die geschlossene Psychiatrie kommen und dann mit irgendwelchen Nadeln so ja, ruhiggestellt werde. Es war nämlich so, dass mein Ex für meine eine Freundin ein Taxi anrufen wollte zum Bahnhof und ich hatte die ganze Zeit irgendwie diese Vermutung, dass dieses Taxi irgendwie ein Codewort wäre für ja, Krankenwagen für mich und dass sie das so heimlich irgendwie hinter mir machen würden, weil es war eben so, dass, weiß nicht, mein Ex hat halt gemerkt, dass ich irgendwie Sachen anders verstehe und dann hat er immer wieder dann auch so ja, ja oder so zu mir gesagt. Also er hat mich halt für dumm irgendwie behandelt, als wäre ich komplett blöd und das hat er bei mir halt dann diesen Gedanken ausgelöst. Und ja, ich hatte dann halt auch voll die Angst vor meinem Ex. Da sind voll die Ängste hochgekommen und ich dachte halt so, ja, ich komme jetzt in die Klinik, gleich kommen die Sanitäter hoch und ich werde da irgendwie abgeführt. Und dann kam halt wirklich nur ein Taxi. Und ja, mein Ex wollte dann irgendwie noch was mit mir anschauen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Serie das war. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Also es ist sowas mit so irgendwelchen Teenagern und da geht es auch irgendwie ziemlich viel um Sex. Teilweise auch um Drogen. Und da gibt es so ein magersüchtiges Mädchen. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt. Keine Ahnung. Und in der Folge ging es halt irgendwie auch unter anderem um Drogen und deswegen habe ich die Folge abgebrochen, weil ich das in dem Moment irgendwie echt nicht gebrauchen konnte. Ja, und dann ist mein Ex irgendwie nach Hause gegangen und hat mich dann alleine hier in meiner Wohnung sitzen lassen. Das war ziemlich kacke. Weil, ja, mir ging es halt nicht gut und es hat sich halt ziemlich scheiße angefühlt, dass ich dann in so einer schwierigen Situation alleine gelassen wurde. Ja, also, was ich eben gut an dieser schwierigen Erfahrung finde, ist, auch wenn da zum ersten Mal so die Psychose, die vorher schon in mir geschlummert hat, so komplett rausgekommen ist. Also davor war das auch schon immer wieder der Fall. Aber da ist es halt so komplett rausgekommen. Und ja, auch wenn es ziemlich schwierig war,
hat es mir doch einige ziemlich wichtige Dinge vor Augen geführt. Nämlich, dass mein Ex und ich absolut nicht zusammengepasst haben. Und er halt immer wieder in total schwierigen Situationen in meinem Leben überhaupt nicht für mich da war. Also es war nicht das erste Mal, dass es mir komplett scheiße ging. Und er ist dann nach Hause gegangen. Also es war in anderen Momenten auch schon so, dass ich, keine Ahnung, geheult habe und Selbstverletzungsdrang hatte oder wirklich den Drang, mich umzubringen. Und er ist nach Hause gegangen, weil er, weiß nicht, weil irgendwie er meinte, dass das seine Eltern sonst doof finden. Und ja, ich glaube, der Trip hat eindeutig dazu beigetragen, dass ich endlich geblickt habe, dass ich mich von ihm trennen sollte. Also, ja, man sagt ja immer so, dass man auf Psychedelika so voll die tiefgreifenden Erkenntnisse haben kann. Und ich glaube, die erste, die ich hatte, war, dass ich, oder eine der ersten war, dass ich weg von meinem Ex mal sollte. Und dass er mir nicht gut tut, dass ich mich bei ihm nicht frei entfalten kann und ich nicht ich selbst sein kann. Es war zum Beispiel schon so bei einem anderen Trip gewesen. Ich war so voll happy. Meine Freundin war gerade so nach Hause gegangen. Ich hatte noch so ein bisschen so einen leichten Rest von der Wirkung. Und bin dann so rumgelatscht und habe so einfach die Natur genossen und das alles voll schön gefunden. Und dann bin ich zu meinem Ex. Und ja, ich war dann halt ehrlich zu ihm und habe ihm gesagt, dass ich noch so einen Rest von der Wirkung spüre. Und er war dann voll so, und keine Ahnung. Und weiß nicht, ich war eigentlich im ersten Moment so voller Liebe, als ich zu ihm gegangen bin. Und als ich dann aber bei ihm war und seine Reaktion darauf erlebt habe und das Gefühl hatte, dass er mich irgendwie auch ablehnt, also dass er mich irgendwie gern anders hätte, wie ich wirklich selber bin, ja, das hat dann, ja, ich bin halt wie so gegen eine Wand gelaufen, das war ziemlich scheiße. Und ja, ich hatte auch immer wieder so das Gefühl in unserer Beziehung, dass ich immer wieder so diejenige bin, die alles falsch macht und ja, dass die Fehler bei mir sind, dass ich eigentlich zufriedener mit ihm sein sollte. Und ja, aber ganz ehrlich, wenn ein Partner dafür sorgt, dass man viel weniger Selbstwert hat und man nicht man selbst sein kann und sich nicht frei entfalten kann, dann ist es einfach nicht der richtige Partner. Und ja, auf jeden Fall habe ich es dann kurz danach endlich geschafft, mich von ihm zu trennen. Wobei ich echt froh bin. Eine andere Sache, die ich auch wichtig finde, ist, dass da halt auch mir vor Augen geführt wurde, wie sehr ich eigentlich so andere Bedürfnisse über meine eigenen schon gestellt habe. Und dass es eben total wichtig ist, auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten. Und ja, dass ich eben nicht nur immer nach den anderen gucke, sondern auch mal nach mir selber. Die Tage danach ging es mir dann erstmal nicht so gut. Ja, 2 Wochen nach dem Trip hatte ich mich dann, glaube ich, von meinem Ex getrennt. Und es war im Prinzip wie voll die Erleichterung. Also, ja, viele. Also, selbst wenn man selber die Person ist, die sich von jemandem trennt, viele Leute fangen ja dann an zu weinen. Und ich war ehrlich gesagt wirklich teilweise so froh, endlich weg von ihm zu sein, dass ich nicht mal geweint habe danach. Um das Ganze Schwierige irgendwie zu verarbeiten, habe ich den Toaster, den ich im Wald gefunden habe, angefangen zu bemalen und zu bekleben in der Kunsttherapie, die ich dort in der Klinik hatte. Und ja, ich werde euch das Ganze mal zeigen. So, das ist der Toaster. Ich benutze den momentan als Pinselhalter. Und ja, ich habe hier verschiedene Sachen halt so aufgeklebt.
Ja, mir sind leider schon ein paar Sachen abgefallen, aber die kann ich ja wieder dran kleben. Ja, das sollte einfach hier so ein bisschen psychedelisch aussehen. So Planeten auch aufgeklebt und so kleine Aliens. Hier halt die Augen, die ich gesehen habe. Auf dem Arm meiner Freundin stand auch irgendwann mal, als wir noch im Wald waren, das Wort West. Keine Ahnung wieso. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die Marienkäfer stehen für die ganzen Insekten, vor denen wir uns verteidigen mussten, weil wir Melone gegessen haben, weil da so viel angekrabbelt kam. Ja. Und hier habe ich dann halt auch so Glitzerzeug aufgeklebt. Und ja, auch wieder kleine Aliens. Also hier zum Beispiel ein kleines Alien. Oder hier. Und ja, hier habe ich dann halt auch noch so Buchstaben aufgeklebt. Die ich gesehen habe, sahen nämlich so ähnlich aus. Hier war eigentlich noch so eine Kette dran, aber die ist halt runtergekracht. Das muss ich reparieren. Ich würde einfach sagen, dass es mir mega gut getan hat, diesen Toaster zu machen, weil ich dadurch das Ganze einfach irgendwie viel besser hinter mir lassen konnte. Und es irgendwie verarbeiten konnte. Also, ich weiß nicht. Ich konnte dabei, während ich da dran gewerkelt habe und das ganze Zeug dran geklebt habe, so viel hinter mir lassen. Und das Lustige war dann aber, dass die Kunsttherapeutin so gemeint hat, als sie den Toaster gesehen hat, dass es ja irgendwie nicht so viel mit mir selber zu tun hätte. Und ich dann eher irgendwie was anderes machen sollte, was dann eher so meine therapeutischen Ziele irgendwie geht. Und dann habe ich ihr aber so gesagt, dass der Toaster eigentlich voll viel von mir selber darstellt. Und sie meinte so, ja, vielleicht schon zu einem gewissen Grad, aber nicht so wie das und das. Und sie hat das einfach irgendwie überhaupt nicht verstanden. Also ganz ehrlich, ich kann es kaum in Worte fassen, was dieser Toaster für mich bedeutet. Es ist im Prinzip, ja, die Verbindung zu allem. Und also im Prinzip so alle Erfahrungen, die ich während diesem Trip gemacht habe, stecken in diesem Toaster drin. Und sie meinte einfach, dass der irgendwie fast nichts mit mir zu tun hätte. Ja, ich habe halt leider schon öfters erlebt, dass manche Therapeuten ziemlich einen Quark von sich geben. Was ich zum Abschluss noch sagen wollte ist, wie bereits erwähnt, halte ich von dem Wort Horrortrip eben nicht viel. Weil klar, einige würden das, was ich so erlebt habe, schon einen Horrortrip nennen. Der Punkt ist aber, ich finde, es hat meiner Entwicklung gut getan. Weil mir eben so viele wichtige Dinge vor Augen geführt worden sind. Und im Nachhinein hatte ich durch diese schwierige Erfahrung auf jeden Fall um einige viel positivere Veränderungen in meinem Leben dann danach. Also, es war gut, dass ich eben so was Schwieriges durchgestanden bin. Man sollte dann auch keine Angst vor schwierigen Erfahrungen auf Psychedelika haben, weil die ja auch wieder was Gutes sein können, was man zum Beispiel in dem Moment einfach braucht für seine persönliche Entwicklung. Ich bin eigentlich ganz froh, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist. Weil sonst wäre ich nicht jetzt hier, so wie ich es gerade bin. Und ja, das ist doch eigentlich alles ganz gut.